Und jetzt erlebt die Verwandlung von Martin, dem sympathischen Familienvater, hin zu einer dunklen Gestalt. Lasst euch verzaubern vom Herrscher der Nacht. Sie sind Vampire. Alle 1000 Jahre wählen sie ein Oberhaupt. Er ist heute hier. Der Fürst der Finsternis. Und ich kenne keine Gnade. Ich sehe schon an euren zweifelnden Gesichtern, ihr fragt euch, ist denn der Typ da vorne überhaupt ein echter Vampir? Ja, ich bin echt und ich kann das sogar beweisen. Denn wenn ich echt bin, kann man mich in keinem Spiegel sehen. Ich habe mal einen mitgebracht. Hier. Ich werde mit keinem Wort erwähnt, aber riesig raus, Tiertor. Ja, man hat mich heute Abend gebeten, meine außergewöhnlichen Fähigkeiten zu demonstrieren. Aber das kann ich leider nicht alleine. Dafür benötige ich Hilfe aus dem Publikum. Ja, da komme ich dann am besten gleich mal zu euch runtergeflattert, ne? Da ist doch die Freude riesengroß. Guten Abend, hallo? Ich weiß nicht, ob ihr dieses Phänomen kennt, ne? Man schlendert so locker flockig durchs Publikum, ne? Und die Leute, an denen man vorbeigeht, die sind immer so wahnsinnig entspannt. Boom. Und da hat es dich auch schon erwischt. Ah, super, komm einfach mal nach vorne. Oh, das Abstimmgerät, das gebe ich dir mal. Komm einfach mal mit. Genau, gebt meiner charmanten Assistentin einen Riesenapplaus. Bist jetzt ein bisschen überrascht, oder? Komm. Und wenn sie die Bühne betritt, möchte ich, dass hier komplett ausflippt. Super. Wir wollen nicht übertreiben. Hier ein kleines Werbegeschenk von RTL, deine Handtasche. So, kannst du einfach da unten abstellen, brauchen wir später. Wir wollen dich natürlich auch verstehen, deswegen habe ich was mitgebracht, und zwar dieses Mikrofon, weil ich muss das kurz umdekorieren. Das sieht total hässlich aus, einen Augenblick. Flupp. Ja, eben noch ein Mikrofon, jetzt schon ein Flederfon. Hallo, ich bin der Fürst der Finsternis. Wer bist denn du? Irene. Was? Irene? Irene. Wo kommst du her, Irene? Bünde. Super, Bünde war ich auch schon mal, ne? Ist fast so tot wie bei mir zu Hause. Sehr schön. Nein. Pass auf, Irene, wir beide haben jetzt folgenden Plan. Wir wollen jetzt hier für das Publikum die sogenannte Echoortung demonstrieren. Ja? Und damit das für die Leute überzeugender wirkt, müssen wir mir die Augen verbinden. Hast du schon meinem Mann die Augen verbunden? Du hast, wunderbar. Das trifft sich prima, weil ich habe dir was mitgebracht. Und zwar habe ich hier zwei Münzen, Irene. Nimm mal die Münzen, schau mal nach, ob man da irgendwie durchgucken kann. Kann man da durchschauen? Nein, das hast du auf die Schnelle gesehen. Ey, Respekt, Irene. Du hast echt gute Augen. Hier, mach mal Ghetto-Faust. Hey, cool. Man merkt gleich, du stehst in Bünde an den brennenden Mülltonnen, ne? Das ist super. So. Ja. Aber ich habe noch etwas mitgebracht, und zwar das hier. Eine Kleberolle. Irene, ich liebe ja das Geräusch von Klebeband. Das erinnert mich immer daran, wie wenn ich mir sonntagsabends die Bikini-Zone wachse. So, hier, ein Streifen für dich, Irene. Musst du jetzt nicht machen, ne? Pass auf, dass er nicht zusammenklebt. So, du kriegst jetzt noch einen zweiten Streifen von mir. Und jetzt, Irene, kriegst du zur Feier des Tages sogar noch einen dritten Streifen. Guck mal, kannst du dir ganz locker flockig selber so ein Adidas-Oberteil basteln, ne? Hat sich der Abend doch wieder gelohnt. So, pass auf, Irene, du machst jetzt einfach alles nach, was ich vormache. Gib mir mal eine von den beiden Münzen, egal welche. Okay, pass auf, wir kleben die jetzt hier in die Mitte von dem Klebestreifen so richtig fest andrücken. Ja, zeig mal kurz in die Kamera, wie das aussieht. Guck mal hier. Oh.
Wir kleben jetzt die Münze auf das Auge auf. Ganz wichtig, weil den Klebestreifen in einem exakten 45-Grad-Winkel, nicht 44, 6, sondern exakt 45. Pass auf, ich mal vor. Die Münze kommt aufs Auge drauf. Fest andrücken. Du bist dran, Irene. Gib alles. Genau. Ja, okay. Irene, du hast noch einen Streifen an deiner Schulter kleben. Den klebst du einmal quer über meine Augen. Über meine Augen. Da sind sie da. Mach mal. Nee, einfach hier rüber. Nee, was machst du denn? Du solltest sie wieder abmachen. Super. Okay, Irene, du hast jetzt noch einen Streifen an deiner Schulter lungern. Ist das richtig? Ja. Okay, super. Und diesen Streifen kannst du hinkleben, wo immer du möchtest. Aber, ich möchte noch atmen und sprechen können. Ja, Mist, ne? Ich gehöre dir. Tata, tata, tata. Boah, wie langweilig. Okay, Irene, kannst du kurz mein Flederfon halten? Weil jetzt kommt noch hier, ich merke, es gibt immer noch Zweifler im Publikum, um die letzten Zweifler zu überzeugen. Machen wir das Ganze jetzt noch etwas anders. Achtung, macht euch bereit. Liebe Kinder, bitte, bitte, macht das jetzt hier nicht zu Hause nach. Geht zu euren Nachbarn. So, jetzt ist aber Ruhe im Karton. Oh Mist, ey, aua. Aua. Irene, du suchst jetzt bitte aus deiner Handtasche irgendeinen Gegenstand heraus. Das heißt, Irene, du darfst jetzt selbst entscheiden, wie lustig die nächsten Minuten werden. Also nimm nicht einen Kugelschreiber oder irgendwie sowas, sondern einen richtig schönen Gegenstand. Wenn du den rausgeholt hast, dann packst du den bitte auf deine linke Hand. Ich werde daraufhin aus meinem Mund einen Ton aus dem Bereich der Ultraschallfrequenz herausschleudern. Keine Panik, der Ton ist fast menschlich auch nicht hörbar. Die Schallwelle trifft auf den Gegenstand in Irenes flacher linker Hand. Die Schallwelle prallt zurück, direkt in mein Ohr hinein. Und ich kann sagen, was für ein Gegenstand es sich dabei handelt. Ist das der Knaller, Leute? Yeah. Okay, super, du hast einen Gegenstand deiner linken Hand. Okay, ich würde gerne mit meiner rechten Hand dein linkes Handgelenk ergreifen, ohne den Gegenstand zu berühren. Du müsstest mir helfen, Irene. Super. Okay. So, okay. Oh. Kein Puls, kein Ton. Hier war ich schon. Okay. Okay, es geht mit der Echoortung los. Wie gesagt, keine Panik. Der Ton ist fast menschlich Ohr nicht hörbar. Okay, okay. Das hört sich relativ komisch an. Das hört sich so nach Metall an. Das hört sich nach Kunststoff an. Das hört sich nach Glas an. Das hört sich nach einer Pilotensonnenbrille an. Ist das richtig? Ja. Das ist richtig! Hey. Leute, wenn ihr lauter klatschen wollt, müsst ihr beide Hände nehmen. Lass das nur am Rande. Irene, du hast gemerkt, das kam schon so ganz gut an. Wir werden das Ganze versuchen zu steigern. Und zwar mit deinen Gedanken. Freust du dich? Nee. Nein, du brauchst keine Panik haben. Du brauchst keine, es sind keine privaten Gedanken, sondern es ist ein zufälliger Gedanke. Und zwar habe ich was mitgebracht, und zwar das hier, mein Lieblingsbuch, Der kleine Vampir. Ja? Irene, du darfst das Buch mal nehmen. Du kannst lesen. Ja. Ja, super, ich liebe Intellektuelle. Wunderbar. Schlag das Buch an irgendeiner Stelle auf. Du kannst vor, zurückblättern, was immer du willst. Und wenn du dann irgendwann zu einer Seite deines Vertrauens geraten bist, dann suchst du dir von der Seite ein Wort. Aber ein Wort, was du dir gut bildlich vorstellen kannst. Du musst dir vorstellen, als wenn das Wort in deinem Kopf malen würdest. Also nimmst du am besten ein Substantiv. Ja. Okay. Hast du eins? Irene? Ja. Ja, okay, super. Du hast es dir gemerkt. Du vergisst das nie wieder in deinem Leben. Das Buch kannst du mir geben, brauchen wir nicht mehr. Und jetzt, Irene, tu mir mal einen Gefallen. Komm doch mal bitte mit deinem Köpfchen so zwischen meine Hände. Du kannst ruhig näher kommen, ich beiße nicht. Kleiner Spaß. Nimm mal das Federfon in deine Hand. Halt es schön nah an deinem Mund dran, dass wir dich gut verstehen können. Die wichtigste Frage vorab, weil die wird hinterher immer gestellt. Weil du bist tatsächlich die einzige Person hier im Raum, die das Buch gesehen hat. Da steht nicht nur ein Wort in diesem Buch drin, sondern viele, viele tausend Wörter. Und du hast dich für eins entschieden. Ist das richtig? Ja. Okay, super. Pass auf, Irene, wenn ich sage jetzt, buchstabierst du das Wort, was du dir eben aus dem Buch ausgesucht hast. Buchstabe für Buchstabe, aber nur in deinem Kopf, sodass hier keiner hört, nicht ich und auch nicht die Zuschauer. Hast du verstanden? Ich mache dann wieder Echoortung, wir schauen mal, was passiert. Ja? Kriegst du es hin? Ja, ne? Ja. Okay, Achtung, es geht los. Jetzt!
Nicht so wackel die Rede, Mann. Oh Mist, ey, das ist ja voll, das ist jetzt echt schwerer, als ich gedacht habe, ey. Voll blöd. Pass auf, Irene, ich muss das leider ein bisschen eingrenzen, das ist mir ein bisschen unangenehm. Aber ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich habe den letzten Buchstaben deines Wortes empfangen. Ich habe mich hier auf der Tafel festgelegt. Jetzt darfst du es laut und deutlich ins Flederfund sagen. Wie lautet der letzte Buchstabe deines Wortes? Na? U. Ein U? Ja. Ein U wie Unrast, oder wie? Ja? Ja, okay. Echt, bist du sicher, ein U? Ja? Oh, Gott sei Dank, dann habe ich richtig gehört. Kann man das lesen? Ja? Okay. Okay, stell den Begriff mal bildlich in deinem Kopf vor. Wo bist du? Komm, hilf mir mal. So, super. Okay, super. Irene, du fusselst. Okay. Irene, ich glaube, ich weiß das Wort. Gibst du mir das Flederfond wieder zurück? Gibst du mir deine Hand? So, pass auf, wir stellen es einfach hin. Irene, ich glaube, ich weiß das Wort, an das du denkst. Und wenn ich jetzt gleich das richtige Wort sage, möchte ich, dass du für alle laut und deutlich ins Flederfond sprichst. Sagst, ja! Irene! Das Wort, an das du denkst, ist das Wort Putzfrau. Ist das richtig? Ja! Das ist richtig!